Jo Leute, was geht ab? Willkommen bei House of Sneakers. Ich bin der Ali. Und mein Name ist Lars und heute zeigen wir euch den Air Force 1 Low Light Bone für Frauen. Bevor wir mal wieder anfangen, checkt mal bitte unsere Instagram-Seiten ab. Die habt ihr hier eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, Lars, du bekommst den linken Schuh Und wir fangen direkt an. Yes, ziemlich süßer kleiner Schuh. Wollte ich auch gerade sagen. Schuhgröße 37,5. Sweet. Ist auch schon ein wenig getragen, das ist aber nicht so schlimm. Ich finde den Schuh an sich mega, mega gut für den Winter oder auch jetzt Herbst, weil der passt extrem, ne? Also ich finde den echt geil. Von der Farbgebung her super gut. Der Lars fängt wieder an, die Schnürsenkel zu befummeln. Das spulen wir kurz mal vor, der ist wieder da. So, ich lasse ihn natürlich so, wie sie sind. Air Force 1 ganz klassisch Low. Genau. In diesem Beige und Weiß. Also dieses Beige ist ja eher schon, ja, wie soll ich sagen, grau, ne? Grau-beige. Also es ist ein bisschen beige mit drinne. Die Außensohle ist tatsächlich auch grau, die ist nicht weiß. Und das Leder richtig gut tumbelt, ja, wenn ihr das mal hier so seht. Also Lederquali ist echt richtig Baller bei dem Schuh. Auch an der Seite finde ich richtig gut und hinten auch. Ist zwar nicht so weich, aber es ist gut. Das Nike Air hinten ist in diesem Neon grün gelb. Das kann man euch mal zeigen, oder habt ihr schon wahrscheinlich gesehen. Yes. Innensohle genauso, da ist das Nike Air auch in diesem Neon. Ja. Der Swoosh an der Seite ist weiß, aber auch Leder. Für Frauen ein richtig, richtig geiler Schuh. Ich glaube, dazu gab es aber noch extra Schnürsenkel. Ne? Genau, also der war doppelt gelaced mit, das war nicht so, das war kein Beige, das war so ein fast wie hier dieses Grau. Waren auch extrem lang, hast du gesagt. Die waren länger als die weißen, die jetzt drin sind. Sind ja die standardmäßigen 120 cm Laces drin. Das waren 2 Meter. Mindestens, ne? Hast du gesagt? Ja, ich hab die an die Tür gehalten. Okay. An der Zunge, wo das Nike Air drauf gestickt ist, dieses Nylon, ist auch generell die ganze Zunge an sich mit Fell bedeckt. Ja, oben drin, das kann man leider nicht abmachen, aber ich finde das Fell mega, mega weich. Das ist ein typischer Winterschuh halt oder so. Herbst, wie du schon meintest, mit dem Fell. Ja. Wie du gerade gesagt hast, ist sehr weich und fühlt sich jetzt auch nicht so an, als würde das direkt abgehen, wenn man einmal kurz dran zupft. Fühlt sich auch nicht billig an, ehrlich gesagt. Nee, das stimmt. Retail war 110 eigentlich. Wir haben den für 100 bekommen. Ja. 100, 110 Euro kostet der. Ganz klassisch eigentlich, so wie ein Air Force kostet, so 100 bis 130 sind immer drin, Retail. Der war aber relativ schnell auch ausverkauft. Den habe ich in einem Laden in Köln noch gefunden, in einem kleinen Laden. Grüße gehen raus an Zeiss. Da habe ich den noch geschossen bekommen und Footlocker und so weiter hatten den nicht. Ach, schade. Ich finde den persönlich auch für Frauen mega, mega gut. Muss ich ehrlich sagen. Also dass wenn ich eine Frau wäre und übelst viele Haare auf dem Kopf hätte, würde ich mir den natürlich abholen. Ich persönlich würde aber, glaube ich, nicht weiße Laces reinmachen, sondern so cremefarbene, so Lace, also so Sale-mäßig, wie die von meinem 5er Off-White, so grob die Farbe. Ich finde aber weiß sieht trotzdem immer noch gut aus. Ja. Und ganz klassisch, was ich halt auch geil finde, ist dieses Air Force One Lace Lock ganz vorne an der Toe Box fast. Auch in weiß gehalten. Ja,
als sonst ist es ein normaler Air Force 1. Jeder kennt ja. Air Force 1 mit Sohle, die, ganz normal. Air Force die 1. bekanntesten Nike-Schuhe, würde ich fast sagen. Ne? Auf jeden Fall. Also das ist generell. All-Time Classic. In New York ist das der Holy Grail, ein Air Force 1 in Low. Und da trägt den eigentlich so gut wie jeder. Eine Frau müsste den eigentlich auch immer im kleinen Schrank haben. Persönlich, wie findest du den jetzt per se? Würdest du den tragen, wenn du eine Frau wärst? Die Frage ist, ob er keine Frau ist. Ja, ich würde ihn auf jeden Fall tragen. Ich finde den sehr geil. Ich finde die Quali mega gut vorne. Das stimmt, die ist echt richtig, richtig gut. Ne? Mhm. Ja, ich würde den auf jeden Fall holen. Würdest du jetzt alternativ zum klassischen Air Force 1, der typisch ganz weiß ist, finde ich, ist das eine super Alternative, also ja. Als Frau, ne? Finde ich wenn auch man besser. Da vorne noch mit dem Fell gibt so ein bisschen auch den Winterlook wieder ja. Und wirkt richtig, richtig gut. Ja. Ansonsten ist ein ganz normaler Air Force 1, ne? Richtig. Das war es eigentlich auch schon mit dem Review. Das ging ja relativ fix. Yes. Danke fürs Zuschauen. Lars, was sollen die Leute wie immer? Liken, abonnieren, Glocke aktivieren und uns auf Instagram folgen. Ja. Und am besten mal hier drunter schreiben, wie findet ihr den persönlich. Ich glaube, als Männerschuh ohne Fell wäre das für mich auch eine geile Alternative. Könnt ihr das mal drunter schreiben. Aber sonst, die Frauen kommen mit geilen Air Force One in den Winter. Bang. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace.